Frau Dr. Schneider. Ja, Herr Hufschmidt. Ja, es gibt ja Ihren Freund, nicht wahr? Herrn Vogeler. Ja. Marcel. Marcel. Ja. Ja. Auf den man sich verlassen. Das kann man, ja. Dem folgen Sie jetzt. In die Wildnis nach. Ja. Ach, tja, er hat ja gern gelesen. Seltsam sieht das aus, das Sie ein Stück Karotte? Ja. Nein. Das riecht nach Fleisch. Riechen Sie einmal daran. Säuerlich. Süßsäuerlich Fleisch. Ja. Ja, mit einem Stich ins Bauch. Also den Müll damit verzeihen. Wenn ich ehrlich bin, so kommt es mir wie eine kleine Zehe vor. Schmied. Da. Ein Stückchen. Horn. Hä? Ja, ein kleiner Zehennagel. Ja. Ja, sehen Sie, das ist Horn und dran die Zehe, eine kleine Zehe schaut. Ja doch. Sauber abgeschnitten. Ich. Ich muss reden. In der Photosynthese wandeln phototrophe Organismen Strahlungsenergie, die der Sonne um in ihre chemischen Verbindungen metastabil organische nämlich und eine organische Kohlendioxid haltig zu einem Autotroph, wenn sie der Synthese wegen Kohlendioxid fixieren oder aber heterotroph, wenn sie als Kohlenstoffquellen organische Substanzen verwenden, da es in diesem Stoffwechsel geschehen niemals zu einem Gleichgewicht kommen kann. Ich bitte dich um eine Fahrt nach Leipzig. Zu Herrn Hufschmidt, dem Vermieter, wo wir wohnten. Hufschmidt? Leipzig. Die Adresse hatte ich aus der FAZ. Ja, es war gut gediegen, aber er hat mich in der Hand. Es ist ein kleiner Gegenstand.